Hey, na? Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Aura. Ich habe mir gerade eben den 34. Minecraft Aura Part von Ugspelt angeguckt und musste feststellen, dass die Schäden, die ich da aus Versehen verursacht hatte, viel, viel gravierender sind, als ich anfänglich gedacht hatte. Also wer das nicht weiß, beim letzten PvP-Event, PvP-Event 4, das sollte man aber auch anhand der Playlist erkennen können, welches ich gerade gemeint habe. Da gab es ganz am Ende einen kleinen Unfall. Und zwar sind mir da halt Creeper hinterhergerannt und ich bin weggelaufen und dann papeng, papau, papuff, ist da alles implodiert. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal dahin gehen und ja, immer mal wieder einen Riesenbaum abfarmen mit meiner schnelleren Axt. Einfach damit er eine kleine Zeitersparnis hat. Denn, naja, im 34. Part hat er halt wirklich nur, ja, fast nur das, den Schaden wieder wettgemacht. Problem ist, ich meine, ich habe die Parts bisher zwar soweit alle gesehen, aber ihr kennt mich ja. Ich glaube, das ist der Baum, den ich abbauen darf. Er meinte zwar, warte lieber, bis wir zusammen aufnehmen, aber ich meine, den Baum kann er auch wieder, ne, neu pflanzen, das sollte ja gehen. Die Lianen sind jetzt natürlich ein bisschen suboptimal. Ich warte dann auch noch mal, bis hier Setzlinge runterfallen, nicht, dass das irgendwie nicht geht oder so, das wäre schade. Ja. Ja, doch, das geht schon ein bisschen schneller. Er braucht für so einen Baum vielleicht, wie lange braucht er dafür? 2 Minuten? Weiß es nicht. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Ah, ich mache das einfach so 4 Mal und dann sind wir quitt. Dann sollten wir quitt sein. Einfach immer mal wieder. Immer mal wieder, wenn ich zufällig in der Nähe sein sollte. Ich meine, der Baum muss ja auch erstmal wieder wachsen. Er setzt ihn ja immer wieder neu und deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein. Sir. Boah, ist der hoch, Alter. Was geht denn ab hier in der Hood? Ist hier noch irgendwas? Ne, ich glaube, es fällt schon alles in sich zusammen. Wie ein Baumhaus. Wie ein Baumhaus? Hä? Das war jetzt komisch. Sir. Was wollte ich denn sagen? Was fällt denn zusammen? Ach, keine Ahnung, Mann. Oh, das ging aber relativ schnell. Ja, ja, ich bin schon toll. Tropenbaumsetzling. Ach, Mann, warum werden nur die Bäume so... Oh, nein, so groß. Ich wünschte, ich hätte auch so einen Baum. So eine Baumart. Es wäre natürlich viel, viel einfacher, wenn Akazien so cool wachsen würde. Ja, okay. Jetzt sollte es gehen. Ich meine, er hat mit Sicherheit noch mehr Setzlinge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt keine mehr hätte. Aber ich will sie nicht provozieren, Leute. Den Bäume kann ich auch nicht. Ich glaube, das war echt der einzige, den er so hatte. Er kann ja auch mal irgendwas droppen. Was ist denn los hier? Das Holz? Nee. Komm schon. Hier noch ein paar Eier reinwerfen. Das bringt immer Glück. Ah, hier später nochmal hinzukommen. Ja, tut mir ja leid, aber irgendwie... Ah. Ah, ich glaube, er hatte auch in der Kiste noch ein paar. War die unten? Es war unten, ne? Ah. Oh. Komm noch ein. Komm schon. Nur noch ein. Dann halt nicht. Na, ah, ich gehe gleich immer nach oben. Ab nach unten. Ah ja, hier übrigens der Wassereimer. Da hat den einfach die ganze Zeit. Weißt du was, ich nehme den jetzt mal mit.
wenn er den irgendwie vermissen sollte, dann schreibe ich ihm gleich noch, dass der jetzt im Gemeinschafts ist. Und jetzt liegt hier bestimmt irgendwas. Naja, ey, das war so klar. Das war so klar. Ja, okay. Das sollte reichen. Jetzt habe ich echt... Krass, das hat 5 Minuten gedauert. Ein bisschen länger, als ich gedacht hatte. So, und ich packe das jetzt einfach hier rein. Ohne irgendeine Anmerkung. So. Ab nach unten. Ach, ihr kleinen Hühner. Was ist denn los bei euch? Ja! Holz für mich! Das ist cool. Ich glaube auch, ab dem nächsten Part bauen wir endlich mal wieder. Das können wir uns, glaube ich, so langsam mal wieder antun. Ich, die ganze Zeit dieses Baumgefarme, ey. Schlimm. Richtig schlimm. Und bevor ich jetzt... Alter, nee, das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Bevor ich hier irgendetwas mache, erstmal den Eimer zurücklegen. Ich meine, das ist eigentlich dumm, weil jetzt kann Zombie wieder mit seinen scheiß Wassereimern um sich werfen. Um 500 Leute beim PvP-Event zu retten. So. Boah, die ist ja schon halb kaputt. Was ist denn los hier in der Minecraft-Welt? Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich mir einfach echt Sand wünschen. 64 Sand. Einfach damit ich ein paar Gläser habe. Also nicht, ich werde natürlich nicht alle verbraten, auch wenn ich das dürfte, weil es ist ja immerhin mein Item. Aber da sollte ja dann auch was von da haben. 16 Stück. Ich nehme die einfach mal mit nach oben. Vor allem, ich brauche, glaube ich, auch noch Stein, ne? Ach, ja, cool. Das ist der Tool, Leute. Müssen wir da ein bisschen Steinfarbe, ja. So. Hier nach oben. Ach, eine Videoempfehlung auf jeden Fall. Das hat viel zu wenig Aufrufe dafür, dass das so lustig war. Ich habe mich nur totgelacht in diesem Dreckspart. Riftmax. Einfach mal glp.tv/VR eingeben und dann nach Lachflash im Kino suchen. Das war so lustig. Ich meine, da sollte man daran erkannt haben, dass ich nur lache die ganze Zeit. Ach man. Oh. Oh man. Ich weiß, die eine Hälfte sollte Eiche sein und die andere Hälfte dann halt Akazien. Aber das macht mich schon ein bisschen traurig, dass hier wirklich nur diese Scheiße gewachsen ist, die kein Schwein haben will. Das braucht doch keiner, Leute. Wer braucht das schon? Ich weiß es nicht. Ich nicht. Ja, klar! Ja, klar! Ey, das war der letzte Eichenbaum, den ich jemals abfälle. Fälle? Abfälle. Das ist schon wieder ein neuer? Ach, keine Ahnung, das ist so eine verwurschtelte Scheiße hier. Hä? Was ist denn los mit dir? Ja, ne? So, das reicht. Ist jetzt zwar wahrscheinlich nicht ganz abgebaut, aber ich glaube, sowas kann man auch nicht ganz abbauen. Da musst du direkt die ganze Plantage abernten. Och, Mann. Akazie packe ich jetzt hin. Einfach Akazie, obwohl das gar nicht dahin soll. Ja, toll. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Schön. Und da ist schon wieder Akazien. Entstanden. Das ist doch richtig süß. Oh, die sind aber hoch. Das ist ja richtig doll. Sir. Ich glaube, hier bricht auch gleich wieder der Krieg aus. Sollte jedenfalls, denn ich bin schon lange auf dem Server und es ist noch nicht nachts. Warum ist es noch nicht Nacht?
Ein Fehler in der Matrix. Das müssen wir demnächst bei Galileo Mystery analysieren, Leute. Denn Galileo Mystery ist immer eine gute Sendung. Ich bin richtig froh, dass ich seit Jahren kein normales Fernsehen mehr gucke. Da bin ich richtig froh. Ich meine, klar, ich gucke noch irgendwelche tollen Serien. Aber nicht im Fernsehen. So. Komm, 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 komm. Oh, Mann. Du bist scheiße, ey. Zack. Okay. Gut, das reicht vermutlich nicht. Aber man kann ja nochmal hoffen. Zaun, das. Ach Leute, ich habe so viel Scheiße da drin. Nochmal eben hier ein paar Gehirne reinstopfen. Und ich brauche etwas zu essen. Oh cool. Das dachte ich mir schon fast. Komm, dann tauschen wir. Ja, Cole. Schlafen? Nee, schade. Bauen wir nochmal eben ab. Na, wohl, so langsam. Na, ich kümmere mich jetzt gleich drum. Ach, das wäre so cool gewesen, wenn einfach der Cobblestone-Generator in die Hölle könnte. Ich meine, klar, geht nicht wegen dem Wasser, haben wir ja schon im letzten Part geklärt. Aber das wäre einfach so geil. Du farmst die ganze Zeit Stein und noch zeitgleich Goldnuggets. Ich würde sagen, bis die Spitzhacke kaputt ist. Ah, eigentlich soll ich echt noch länger hier bleiben. Da müssen wir wirklich erstmal gar nicht zurück. Vielleicht für Fackeln oder so, aber sonst. Ich brauche auch nur Boden dafür. Oder davon. Oh, ups. Bist du zu weit gedreht? Ups, allein. So. Bits can happen. Alter. Spitzhack ist einfach echt schon zu einem Viertel kaputt. Axt. Ich bring das oft durcheinander irgendwie. Voll komisch. Komm. Ja, komm, ja, jetzt fertig, ja, bin ich fertig, ja. Ja, jetzt, ja. Okay. So, Alter, das war aber viel. Das ist aber richtig viel, ist ja richtig tot, Leute. Dann geh ich rüber, ja. Ach, Mann. Ach, Leute, was passiert denn hier immer? Leuchtet doch einfach aus. Ist das denn so ein großes Problem in der Minecraft-Welt? Ich denke nicht. Okay. Vor allem, warum repariert die Person das dann nicht? Jetzt kann ich das sie machen. Hier muss man echt aufpassen. Ich glaube, ich mache mir einfach... Alter, irgendwann... Ich hasse euch! So eine Schicht. Weißt du, ich geh einfach schlafen. Und ja, ich habe gerade eine Fackel zerstört. Sir... Gute Nacht. Bis zum Morgengrauen. Oh, ein Monster befindet sich in der Nähe. Bestimmt nicht, weil Tadel vergessen hat, da auszuleuchten. Och, Mann. Ist das scheiße. So, ja. So ist gut. Dann gehen wir mal rüber, ne? Oh, guten Tag. Wie geht's dir? Na? Oh, nee. Boah, bin ich schwach. Und ja, ich könnte die Axt nehmen, denn die ist irgendwie so stark wie ein Eisenschwert. Aber nein, das werde ich nicht tun, denn das ist Verschwendung. Nein! Oh Mann. Okay. Reparieren. Ja. Yeah. Das holen wir dann gleich. Jetzt will man hier Sachen reparieren und wird dann auch noch dafür bestraft. Ja! Yeah. Nein! Verzauberter Bogen, geh nach Hause. Alter, ich hab Lederschuhe bekommen. Hi. Na, wie geht's dir?
Wie kann man denn auch nichts ausleuchten? Was ist passiert in eurem Leben? Oh, ich baue einfach mal, aber ich mache nichts wieder richtig. Nee, nee. Hier, einfach nichts ausgeleuchtet. Leute, ein Dach. Ist doch klar, dass da was spawnt. Ich hoffe, jetzt ist alles ausgeleuchtet. Ich würde aber auch sagen, das war's mit dem Part soweit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, jetzt habe ich natürlich keinen Zaun und keine Zeit. Aber das machen wir dann gleich. Tschüss. Oh Gott, oh nee, oh nee. Oh. Woher kamst du denn? Ah, das analysieren wir gleich. Tschüss und immer schön bewerten, Leute.